Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Hallo zusammen, herzlich willkommen in meine Küche. Heute werden wir Crostata backen. Eine gute und leckere Crostata. Crostata mit Marmelade. Aprikosenmarmelade. Sehr lecker. Fangen wir an. Für unsere Crostata di Marmellata brauchen wir Mehl Typ 405, 300 Gramm, Butter 180 Gramm, Zucker 120 Gramm, ein Eigelb, Backpulver, halbes Teelöffel, Marmelade 450 Gramm, eine Zitrone. Fangen wir dann mit unserer Crostata an. In Italien findet man ganz viele Firmen, was Brioche machen, Keks und alles. Die machen immer so ganz kleine Crostata, Crostatine heißen die. Und die haben wir immer in die Schule mitgebracht. Immer. Und es gibt zwei Sorten. Mit Marmelade oder mit Nougatcreme kann man das auch machen. Oder mit einer Vanillecreme. Wie er immer so möchte. Die ganz klassische Art ist mit Aprikosenmarmelade. Deswegen werden wir sie heute machen. Zuerst werden wir Butter, die ist jetzt nicht vom Kühlschrank, die ist jetzt schon längere Zeit schon draußen vom Kühlschrank, mit Zucker zusammen machen, dann kommt dann noch die geriebene Schale von die Zitrone, dann machen wir dazu noch das Ei mit dem Salz und das werden wir dann alles schön mischen. So, dann beginnen wir. Butter. Natürlich, wenn ihr möchtet, könnt ihr noch Vanillenextrakt auch reinmachen. Das geht auch noch gut. Aber ich mag immer oder Zitrone oder Vanilleextrakt. Jetzt ganz langsam werden wir das Mehl dazu reinmachen und die Hefe. Die machen wir jetzt schon mal rein. Ja. So, unsere Pasta Frolla ist fertig. Soll man so wenig anfassen, weil sonst wird es immer noch weich. Das tun wir jetzt hier in eine Folie. Hoppla, schönes Bällchen. Und im Kühlschrank kann eine ganze Nacht drin bleiben, kann auch nur eine halbe Stunde drin bleiben. Dann Kaffeetime!
So, eine gute halbe Stunde ist rum. Jetzt werden wir unser Teig vorbereiten. Ich habe hier eine Backformel, die ist ungefähr 24 cm, ja, Diameter. Und da habe ich dann ja mit Butter und Mehl. Das ist eine richtige für Crostata. Dann wärmen wir sie jetzt weniger Möglichkeit zu anfassen. Vielleicht schauen wir mal. Machen. Na klar, habe ich schon den Ofen angemacht auf 180 Grad. Und ich bedanke mich fürs Anschauen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann aktiviert das Abo, aktiviert die Klingel und Daumen nach oben, wenn dieses Video euch gefällt. Und wie immer, Dankeschön. Marmelade rein. Mal gucken, ob ich es schaffe. Mal gucken, dann tun wir so Streifen schneiden. Ihr könnt so groß, kleiner, wie ihr möchtet machen.
So ungefähr sieht es schick aus. Ja, ich weiß, ich bin nicht so gut mit dieser Sache, aber bestimmt ist es sehr, sehr lecker. Dann mit dem Rest von Teig. Hoffentlich reicht's. Tun wir dann das so. So, dann ab in den Ofen. So, ungefähr sind 45 Minuten rum. Mal gucken, mal schauen. Da. Wow, Crostata ist da. Na dann. Oh. Lasst euch schmecken.